Moin, heute gibt es eine besondere Rezension zu einem ganz besonderen Buch, und zwar zu Das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck. Das Buch ist im Limes Verlag erschienen, kostet 22 Euro in dieser gebundenen Ausführung und wie ihr sehen könnt, ist es als ein ganz schöner Klopper mit ca. 750 Seiten. Ich habe das Buch als Leseexemplar bekommen und zwar auf einer Lesung, die von dem Verlag veranstaltet worden ist und dort wurden nur Buchhändler eingeladen und ich war auch dabei mit einer lieben Kollegin. Und das Ganze fand in einem ganz kleinen Café statt auf der Mönckebergstraße in Hamburg. Und zwar war das ein Roncalli-Café und das passte natürlich perfekt zur Thematik Jahrmarkt und Zirkus, was wir hier in diesem Buch halt auch vertreten haben. Es war eine sehr, sehr schöne Lesung, wo die Autorin aus ihrem Buch was vorgelesen hat, aber auch etwas über ihre Recherche erzählt hat und natürlich auch einige Fragen beantwortet hat. Und ja, am Abend durften wir uns denn das Leseexemplar mitnehmen, aber auf den niedlich verzierten Tischen gab es auch noch gebrannte Mandeln, die wir uns dann auch noch mitnehmen durften. War wirklich eine tolle Veranstaltung. Allerdings lag das Buch dann leider etwas länger ungelesen bei mir hier rum, bis ich dann in einem Video von der lieben Kali vom Kanal Kalis Books gesehen habe oder gehört habe, dass sie auch so ein großer Fan davon ist, wenn Bücher in Zirkussen oder in Jahrmärkten spielen. Und deswegen habe ich sie einfach mal gefragt, ob wir vielleicht etwas zusammenlesen wollen, insbesondere dieses Buch hier. Und sie war von der Thematik gleich angetan und dann haben wir das zusammen gelesen. Es war eine wirklich sehr intensive Leserunde und wir haben uns viel ausgetauscht über dieses Buch und haben uns schlussendlich dazu entschlossen, das Buch nicht nur im Lesemonat kurz zusammenzufassen, sondern dass es diesem Buch nicht gerecht wird und wir deshalb eine einzelne Rezension dazu drehen wollen. Wir werden die Rezension auch gleichzeitig hochladen, also würde ich euch in der Infobox ihre Rezension auch verlinken, auch wenn wahrscheinlich sie ungefähr dasselbe sagt wie ich, weil wir uns bei diesem Buch sehr einig waren, aber vielleicht vergesse ich auch ein paar Details und wir ergänzen uns dann ein bisschen besser, das ist natürlich auch umso besser. Ja, worum geht es hier überhaupt? Wir treffen hier 1902 auf Mattes, der in Deutschland aufwächst, in einem ganz kleinen Kaff. Und zwar trägt es den Namen Langweiler. Sehr, sehr passend, denn dort passiert wirklich nichts Großartiges. Mattes ist geschlagen mit einem steifen Bein und er ist nicht besonders extrovertiert. Er ist leider ein Mobbingopfer von seinen vielen Brüdern, aber auch von Kindern in der Umgebung. Und sein Vater ist auch nicht besonders lieb zu ihm und lässt ihn merken, dass er nicht so geworden ist, wie er sich ihn gewünscht hat. Ja, und irgendwann zieht ein Jahrmarkt in dieses Dorf ein und für Mattes ändert sich alles, denn er verliebt sich in diese Welt des Jahrmarkts und insbesondere in ein Gerät, in ein Automat und zwar in ein Röntgen und Automat und er möchte unbedingt dazugehören und mit diesem Röntgenautomat durch die Welt ziehen und tatsächlich wird ihm eine Chance geboten und er nimmt diese Chance an und zieht mit diesem Jahrmarkt durchs Land. Und ab da werden wir halt mitbekommen als Leser, wie sich sein Leben so weiterentwickelt, während er beim Jahrmarkt ist. Er zieht von Ort zu Ort, Zürich, Wien, wo ist er noch? Weiß es nicht mehr. Jedenfalls lernt er auch irgendwann seine Freundin und Lebensgefährtin kennen, nämlich Meta, eine Kraftfrau. Und später, 30 Jahre später, sind die beiden immer noch zusammen. Das ist nämlich der zweite Erzählstrang, den wir hier kennenlernen. Kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, also zu Zeiten des Nationalsozialismus, lernen wir auch Metas und Mattes Leben kennen, in den Zeiten der 30er Jahren. Sie wohnen in einer Wohnwagensiedlung außerhalb von Berlin, am Rande von Berlin. Und es läuft alles nicht mehr so rund. Leute verschwinden, Artisten tauchen gar nicht mehr auf und bekommen allgemein Verbote aufzutreten und werden verfolgt. Also es ist nicht so einfach für diese Artisten. Dann haben sie es auch nicht so einfach, weil Meta einen Bruder hat, der eine geistige Behinderung hat und mit dem es nicht sehr einfach ist, gerade jetzt zu diesen Zeiten auch nicht, obwohl es mit ihm nie einfach war.
Naja, und die beiden geraten denn auch noch aus einem bestimmten Grund in den Fokus bestimmter Leute, die für sie gefährlich werden könnten. Und sie müssen auch dann irgendwann fliehen. Ja, also diese Zeitebenen wechseln sich immer wieder ab. Die frühen Jahren von Mathis und dann 30 Jahre später, wo Mathis und Meta zusammenleben und nun halt diese gefährlichen Zeiten zusammen erleben. Dieses Buch, ja, strotzt vor vielen Informationen, vielen Personen, aber natürlich unsere wichtigste Person ist Mathis und der wächst einen ziemlich, ziemlich schnell ans Herz. So war es jedenfalls bei uns. Also er ist ein sehr, sehr liebevoller, sehr, sehr positiver, aber auch naiver Mensch, der sehr viel gibt, dafür aber leider nicht oft viel zurückbekommt. Auch die Beziehung zum Meta ist nicht sehr einfach. Wir bekommen leider von Meta nicht sehr viel erzählt und das ist ein Manko von diesem Buch, denn dadurch, dass so viele Personen hier drin vorkommen, die Autorin hat so viel und so gut recherchiert, dass hier wirklich viele historische Fakten und viele historische Personen, die es wirklich gab, hier auftauchen, was sehr beeindruckend ist und auch Spaß gemacht hat, weil man immer wieder selber dazu angeregt wurde, selbst zu recherchieren, zu gucken, was ist denn da passiert oder wer ist das denn? Und die gab es tatsächlich, die Person, entweder hat man die erkannt oder man ist durch etwas anderes drauf gestoßen worden. Es gibt hier hinten auch ein Register, wo alle historischen Personen nochmal aufgezählt worden sind, die es tatsächlich gab und was diese gemacht haben, so in ganz kurzen Worten. Also es ist sehr beeindruckend, was hier Vera Buck recherchiert hat. Aber das große Aber ist, dass dadurch das Buch auch etwas gelitten hat, weil scheinbar Vera Buck wirklich versucht hat, all ihre Ergebnisse der Recherchen mit in dieses Buch zu packen und dadurch ist total der Fokus verloren gegangen. Also dadurch konnten auch nicht alle Personen, die hier drin vorkommen und die hier auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben, nicht gut ausgearbeitet werden. Die einzige Person, die wirklich gut ausgearbeitet war, war Mathis. Und wie gesagt, das hat sie wirklich auch toll gemacht, den hat man ins Herz geschlossen. Er hatte aber auch seine Schwächen und manchmal mochte man ihn gerne schütteln oder in den Arm nehmen und sagen, es wird alles gut. Aber wer halt wirklich zu kurz gekommen ist, ist Meta. Die Liebesgeschichte zwischen denen wird hier hinten auf dem Buch, auf dem Klappentext beschrieben. Eine Liebe, die auch die größte Dunkelheit erhält. Und das kann ich leider überhaupt gar nicht unterstreichen, weil es wirklich eine sehr, sehr schwere Liebe ist. Die lieben sich zwar beide, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und Mathis steht bei Meta nicht an erster Stelle. An erster Stelle kommt ihr Bruder. Und für Mathis ist das unglaublich schwierig. Er gibt alles und bekommt wenig zurück. Und Meta liebt auf eine ganz andere Art und Weise. Aber manchmal war ich mir gar nicht so sicher, ob diese Liebe überhaupt für Mathis ja, gesund ist, ob die nicht einfach nur Gift ist und er sich einfach von den beiden lösen müsste. Aber das Ganze wäre viel, ja, eindringlicher gewesen, wenn man auch Metas Sicht gehabt hätte. Und Ernsti ist auch ein großes Problem in diesem Buch, muss ich sagen. Auch wenn man bei geistig Behinderten natürlich immer denkt, ja, da muss man vielleicht auch, das ist schwierig mit denen umzugehen, aber muss man auch Verständnis für haben. Aber dieser Mensch wurde so bösartig und so sadistisch dargestellt. Er quält Tiere und ist unglaublich gemein zu Mathis. Also er ist nicht so blöd, dass er nicht merken würde, wenn er anderen wehtut. Und ja, benimmt sich eben wie ein Kleinkind, obwohl er, weiß ich nicht, schon 40 Jahre alt ist. Ja, es ist wirklich nicht einfach, aber er nimmt hier eine wirklich sehr, sehr starke und großen Raum ein in diesem Buch, womit ich einfach nicht gerechnet habe und was mich sehr gestört hat, leider. Ich habe hier mit zwei großen Themen gerechnet, und zwar ist es einmal das ja, Jahrmarkt-Thema und dann das Geschichtliche, das Historische zu den Zeiten des Nationalsozialismus.
Die beiden Themen kamen auch drin vor, aber ein Thema musste hier sehr zurückstecken und das war ja das Jahrmarktthema und das ist nun mal das, was mich wirklich sehr interessiert hat. Es kam zwar drin vor und es war auch wirklich sehr, sehr schön zu verfolgen, aber in manchen Teilen ist das sehr aus den Augen verloren worden, weil Ernsti immer mehr in den Fokus gerückt ist und das fand ich sehr, sehr schade, wenn man das hier weder auf dem Klappentext innen noch außen irgendwie herauslesen konnte. Und ja, es hat einen wirklich innerlich sehr, sehr, ja, man war sehr, sehr zornig, sehr, ja, es war so ungerecht. Natürlich ist das immer eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn ein Buch so große Emotionen heraufbeschwören kann. Aber das war doch ein wenig zu sehr Fokus auf diese Person. Ja, ich fand auch, dass hier sehr, sehr viel Potenzial verschenkt wurde, weil es gab so viele andere tolle, gerade im Jahrmarkt, Personen, bunte, skurrile, seltsame, verstörende Personen, die man gut hätte ausbauen können und mit denen man gut hätte spielen können. Aber dadurch, dass es einfach so viele Personen sind, die hier unbedingt noch mit reingesteckt worden werden sollten, so hatte ich das Gefühl, war das unmöglich, Figuren gut aufzubauen, und mit denen irgendwie eine Verbindung einzugehen, was sehr, sehr schade ist. Eine weitere Folge von diesen vielen Informationen und diesen vielen Personen in diesem Buch ist halt, dass kein richtiger roter Faden entstehen konnte. Es wurde viel Spannung an Stellen aufgebaut, die dann irgendwann einfach so ins Leere gelaufen ist, weil die Autorin überhaupt gar nicht mehr alles zusammenführen konnte und manches dann einfach vernachlässigen musste, was unglaublich schade ist. Zum Beispiel wurde immer wieder angedeutet, dass die Röntgenstrahlen ja schlecht sind und gefährlich sind für Mathis, man das damals aber noch nicht wusste und Mathis sowieso nicht sehen wollte. Aber ja, das wurde immer wieder erwähnt und immer wieder Andeutungen gemacht und nachher ist das total ins Leere gelaufen. Natürlich hatte es Auswirkungen, aber es gab nicht diesen großen Knall, den man irgendwie erwartet hat. Und so war das mit vielen Dingen, wo man dachte, der spielt eine große Rolle, weil da so viel Wert drauf gelegt wurde. Hier wurden Andeutungen gemacht. Ja, es ist vieles ins Leere gelaufen und vieles konnte sie einfach nicht mehr zusammenknüpfen, weil ja, es einfach zu viele Informationen und zu viele Personen gab. Ähnlich ist es dann auch beim Ende so passiert. Das war sehr, sehr schnell abgehandelt und vieles blieb einfach offen, was sehr traurig war, weil wir Mathis nun wirklich ins Herz geschlossen haben und dass das dann so schnell abgehandelt worden ist, obwohl das Buch so dick ist, ist wirklich verschenktes Potenzial meiner Meinung nach. Natürlich habe ich aber auch sehr, sehr viel Positives zu berichten, wenn ich an dieses Buch denke. Zunächst einmal der Austausch mit Kali hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich werde dieses Buch immer mit ihr verbinden jetzt. Aber auch diese Themen fand ich einfach so besonders, diese beiden zu vermischen, also den Nationalsozialismus, diese Zeit kurz vorm Zweiten Weltkrieg und dann aus der Perspektive von den Artisten ist noch mal was ganz anderes und ich finde das auch eine super Idee, Mathis ein Buch schreiben zu lassen, um ja diese an sich an diese vergessenen Artisten wieder zu erinnern. Denn es ist nun mal eine Zeit, wo viele Personen, Menschen einfach so verschwinden und niemand mehr an sie denkt und die Artisten vielleicht keine eigene Familie mehr haben und ja so sie einfach verschwinden würden. Und er hat halt einfach diese Idee, sich irgendwie gegen das Regime aufzulehnen, indem er dieses Buch schreibt. Leider verliert auch diese Idee mehr und mehr an Wichtigkeit in dieser Geschichte. Ich hätte gedacht, dass man da auch mehr drauf Fokus setzt und er dann irgendwann aus diesem Buch vielleicht vorliest oder zeigt, was er alles so aufgeschrieben hat. Aber er wurde leider auch nicht sehr, sehr gut eingebunden in dieses Buch. Leider bis zum Schluss, da kam es wieder zum Vorschein und dort wurde es auch wirklich wieder gut abgerundet und hat ein, ja, tatsächlich ein rundes Ende geschaffen in dieser Hinsicht. Das muss ich sagen, das fand ich toll, aber leider so im Laufe des Buches, hat es an Wichtigkeit verloren. Aber was dieses Buch zu etwas sehr Besonderem gemacht hat, ist wirklich der Schreibstil.
Vera Buck hat es einfach geschafft, eine sehr, sehr besondere Sprache zu schaffen, die einfach zu lesen ist, aber auch einfach Freude macht, sie zu lesen. Diese Themen waren wirklich nicht leicht miteinander zu knüpfen. Es waren sehr, sehr schwere, sehr, sehr tragische und dramatische Themen, aber sie hat mit viel Humor hier gearbeitet und das hat gar nicht gestört oder war irgendwie kontraproduktiv oder hat das Ganze lächerlich gemacht. Nein, im Gegenteil, hat das Ganze immer wieder so einen kleinen Lichtblick mit reingebracht, immer wenn man denkt, boah, das ist aber ganz schön tragisch, dramatisch. Und aber das war nie so, dass man es nicht mehr aushalten konnte, denn sie hat immer wieder mit diesem feinen und subtilen und ironischen Humor ja, einen irgendwie überrascht. Und das war wirklich toll. Immer wieder kam der Humor zu Stellen, wo man gar nicht mehr dran gedacht hat. Und das hat wirklich Spaß gemacht. In Runa, in ihrem ersten Erstlingswerk, das ich ja auch gelesen habe, hat man zwar auch diese akribische Recherche gemerkt, aber den Humor habe ich da noch nicht so in ihrem Schreibstil entdecken können. Und das fand ich hier sehr, sehr bemerkenswert und glaube ich mit neben dem Thema und neben Mattis als Protagonisten wirklich mit das Positivste, was ich an diesem Buch hier sagen kann und weswegen das Buch auch nicht ausziehen wird aus meinem Regal. Insgesamt also schon ein Herzensbuch, was leider sehr, sehr viel Potenzial verschenkt hat, dadurch, dass der Jahrmarkt-Flair so ein bisschen gefehlt hat, viele Personen nicht tief genug ausgearbeitet wurde und Ernsti einfach einen viel zu großen Platz in diesem Buch bekommen hat, was einen wirklich leider nur aufregen konnte und das Ende auch ein bisschen zu schnell abgehandelt wurde. Aber insgesamt wirklich, ja, was ich schon gesagt habe, toller Schreibstil mit Humor, mit sehr, sehr vielen Fakten gespickt, mit sehr, sehr vielen Überraschungen und wirklich einer tollen Idee. Ja, wenn ihr dieses Buch schon kennt und ihr selber gelesen habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich habe in einigen Rezensionen gelesen, dass doch einige Längen hier drin sind. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, das kommt auch einfach daher, weil es einfach zu viele Informationen verarbeitet. Aber in einem so dicken Buch gibt es halt auch einfach mal Längen. Aber ansonsten hat dieses Buch sehr gute Kritiken bekommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr über dieses Buch sagt und denkt oder ob es euch jetzt eventuell angesprochen hat. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und vergesst nicht, auch bei der lieben Kali bei ihrer Rezension vorbeizuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.